Wer? Der Orion, der zweite Barbarella. Ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Entschuldige, ich muss ein paar Minuten alleine sein. Was war denn in München? Herr Hund! Nein, geh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt habe ich doch nun wirklich alles nur Mögliche versucht, um die Mutter davon zu überzeugen, dein Haus hier und uns zu retten. Aber du scheinst andere Pläne zu haben. Falls ja, dann wäre es lieb, wenn du mich das irgendwie wissen lassen könntest. Tut mir leid. Aber ich bin im Moment wirklich etwas frustriert und ratlos. Und dann, warum schickst du mir diesen Künstler und lässt mich sein Leben retten, wenn er hier doch nur alles durcheinander bringt und dann das Weite sucht? Ach, Herr. Hanna! Entschuldigung, dass ich dich störe, aber es ist dringend. Ja. Deine Cheerleader-Mädchen sind schon da. Und dann hat vor 2 Stunden Frau Labern angerufen und gesagt, dass der Herr Wöhler bei der Mutter die Bibel abholen will. Na dann, gute Nacht. Kann ich rein? Ja, aber leise sein. Geben Sie sich keine Mühe, ich kenne den Weg. Alarmstufe 1, er kommt. Alarm. Setzen Sie mich nicht unter Druck. Das haben schon andere versucht und haben es bitter bereut. Und rufen Sie mich nicht mehr an, Herr Danzer. Danzer, habe ich das richtig gehört? Gott zum Gruße. Sie haben. Ich grüße Sie, Herr Wöller. Bitte nehmen Sie Platz. Kaffee oder auch ein Glas Holundersekt? Nee, Frau Reuter. Wenn Sie glauben, mich mit einem Glas Holundersaft einlullen zu wollen, dann haben Sie sich getäuscht. Und zwar gewaltig. Wo ist die Bibel? Und sagen Sie bloß nicht, Sie haben sie nicht, weil der Professor Lerchenbach hat mich informiert, dass die Schwester Hanna sie abgeholt hat, um sie Ihnen zu übergeben. Ein Glas Holundersekt für Herrn Wöller und für mich auch noch eins. Frau Reuter. Herr Wöller, ich rede nicht mit Männern, die mir mit irgendwelchen Drohungen kommen. Und das auch noch von oben herab. Bitte setzen Sie sich und mäßigen Sie Ihre Tonart. Gut, Frau Doktor. Mit Rücksicht auf unsere langjährige, gute Beziehung habe ich mich zurückgehalten. Auch meine Anwälte habe ich ohnehin zurückgepfiffen. Ja, natürlich. Weil Sie sich unberechtigterweise die Bibel angeeignet hatten. Oh. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass zu dem Zeitpunkt, als ich die Bibel entdeckt und ausgegraben habe, sich das Kloster im Besitz der Gemeinde befand und somit die Bibel auch der Gemeinde gehört. Herr Wöller, das ist Ihre Auslegung. Meine ist eine ganz andere. Aber lassen wir das doch mal beiseite. Um was geht es Ihnen eigentlich? Um was wohl? Um den größten Freizeitpark Süddeutschlands nach Kaltental zu holen. Ich auch. Und warum tun wir uns da nicht zusammen? Wir? Dieser clevere Herr Danzer will uns doch nur gegeneinander ausspielen und von uns beiden seine sogenannte Provision kassieren. Wieso? Herr Wöller, Sie enttäuschen mich. Von Ihnen will er 5 Millionen, damit der Park in Kaltental entsteht. Und von mir, damit er auf dem Klostergelände gebaut wird. Also das wäre ja... Ja, genau, das wäre es. Deshalb hätte ich einen Vorschlag zu machen. Von dem Erlös der Bibel auf der Auktion gebe ich Ihnen die fehlenden 3 Millionen für Ihre Provision. Sie sind dann wieder im Rennen. Und... Das Thema mit der Bibel ist dann ein für alle Mal erledigt. Und Sie verdienen sich mit dem Verkauf Ihrer Immobilie eine goldene Nase? Mhm, verstehe. Wie viel hat er Ihnen geboten? Mein Gott, Herr Wöller, Sie behaupten immer, es ginge Ihnen nur um die wirtschaftlich gesicherte Existenz Ihrer Gemeinde. Das ist Ihre Chance. Wie viel? 10 Millionen. Abzüglich 5 Millionen Provision, versteht sich.
Nur ich denke nicht daran, mich auf derartig schmutzige Geschäfte einzulassen. Ich habe mich dazu entschlossen, der Gemeinde das Klostergelände für 5 Millionen zu überlassen. Ich sehe, Sie brauchen etwas Zeit, um diese geniale Lösung unseres Problems zu verarbeiten. Ich mache die Drecksarbeit, Sie kassieren und waschen Ihre Hände in Unschuld. Oder so. Und 3 und 4, ja gut. Und streck die Knie durch, ja wunderbar. Und die Füße auch. Ja, da super. Ist er ja wieder. Also, Schluss für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ja? Kommen Sie am Samstag mit uns zum Spiel nach Aubing? Also, ich glaube kaum, dass ich das schaffe. Also, tschüss. Ja, Sie machen mir Spaß. Wo waren Sie? Bitte, regen Sie sich nicht auf. Ich bin wieder vollkommen voll da, dank Ihrer hervorragenden Pflege. Na, so sehen Sie mir aber nicht aus. Also, wenn Sie sich mit Gewalt umbringen wollen, dann bitte nicht hier im Kloster, ja? Ich glaube, diese Phase ist vorüber. Ich wäre schon längst wieder zurück, aber in diesem Provinznest einen Handwerker zu finden, der auf Zack ist, das ist fast Handwerker? Wofür? Das soll eine Überraschung werden. Also, Herr Barbarella, wie heißen Sie eigentlich wirklich? Orion, der zweite Barbarella. Na, das wird wohl nicht in Ihrem Pass stehen, oder? Natürlich nicht. Aber mit einem Namen wie Oswald Bardusch kann man allenfalls Buletten verkaufen. Aber keine Performance Art. Dafür muss man schon Orion Barbarella 2 heißen. Apropos Bulette, Hunger hätte ich jetzt schon. Nix ist mit Bulette. Agnes wärmt Ihnen Ihre Haferschleimsuppe auf. Und Sie legen sich wieder hin und folgen gefälligst unseren Anordnungen. Weil ich Sie sonst in die psychiatrische einliefern lasse. Gute Idee. Da gehöre ich auch hin. Ach, reden Sie kein Blech. Ja, wie wollen Sie schon etwa gehen? Ja, ich habe Feierabend und dass Sie telefonisch nicht erreichbar waren, da kann ich nichts dafür. Immer, weil Sie vergessen haben, das Handy aufzuladen. Aber bitte, von mir aus gehen Sie. Aber vorher muss ich noch wissen, wen Sie aufgetrieben haben für den Empfang. Niemand. Niemand? Ja, jedenfalls nicht im Rathaus. Das sind alle Frauen verheiratet. Und die zwei, die ledig sind, die haben schon was anderes vor. Und die paar anderen, die mir noch eingefallen sind, haben dankend abgelehnt. Wegen mir? Naja, gerade beliebt scheinen Sie bei der weiblichen Bevölkerung Kaltentals im Moment nicht zu sein. Ich meine, da muss doch jemand zu finden sein. Ja, dann machen Sie es eben selber. Ja, Moment, Moment, nicht so schnell. Ich habe mit Ihnen noch ein Hühnchen zu rupfen. Wieso? Wieso, wieso? Ihnen habe ich es doch zu verdanken, dass die Bibel bei der Schwarzen Mann bei München gelandet ist. Ach, das habe ich gern. Immer soll ich an allem schuld sein. Und diesmal nicht, oder wie? Jetzt machen Sie mir mal einen Kaffee und dann hätte ich gerne mein altes, handgeschriebenes Telefonbuch. Bitte. Schönfeld, Schönfeld. 5, 6, 4, 7. Ja, hallo. Frau Schönberg, ja. Wöller hier, Wolfgang Wöller. Ja, genau, genau. Also, ich weiß, unsere letzte Begegnung auf dem Kleintierzüchterball, also, die war ja nicht gerade geschmeidig, aber ich wollte diese Scharte auswetzen, ja, und wollte sie heute Abend einladen. Hallo? Frau Schönberg? Zickendraht. Wem gehört denn der Schlitten da draußen? Wir hatten heute einen Selbstmordversuch von einem Performance-Künstler, der sich in einem Meer von Rosenblättern das Leben nehmen wollte. Als Kunstperformance? Nein, nein, in echt. Agnes, kannst du mir vielleicht sagen, wozu Anna die alte Staffelei von Herrn Pfarrer braucht? Nein. Und die Farben? Keine Ahnung, aber sag Hanna doch bitte, dass es gleich Abendessen gibt. Wo ist Hanna? Bei Herrn Orion, der zweite Barbarella 2. Bei wem? Können Sie eigentlich auch richtig malen? So mit Pinsel? Klar, ich habe klassische Malerei studiert. 7 Jahre lang auf der Akademie. Aber von dem, was man da macht, kann man nicht leben. Und wie sind Sie zur Malerei gekommen? Weil mein Vater dagegen war. Was? Nein, natürlich aus Liebe. Am Anfang war ich auch glücklich und zufrieden, trotz einer tragischen Kindheit. Aber als mir klar wurde, dass man es in diesem Kunstjahrmarkt nur zu was bringt, wenn man auffällt, und dass ein sogenanntes Kunstwerk nichts anderes ist als eine Aktie, deren Wert nur davon abhängt, wie viel Werbung ein Galerist investiert, da wollte ich das Ganze so zum Absurden treiben, bis auch dem Dümmsten klar wird, was sich da abspielt. Was machen Sie da? Wir essen gleich zu Abend.
Danke, Felicitas. Wollen Sie mich porträtieren? Nein, leider verstehe ich davon überhaupt nichts. Aber ich dachte mir, jetzt, wo Sie, der liebe Gott, uns quasi vor die Tür gelegt hat, da können Sie sich doch ein bisschen nützlich machen. Und uns dieses Bild restaurieren. Das hat leider arg was abbekommen, als wir das Loch im Dach hatten. Und es liegt uns so sehr am Herzen. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Sie machen mir Spaß. Farbe und Pinsel haben wir auch. Da. Mal. Na, was meinen Sie? Wissen Sie, wie lange ich schon keinen Pinsel mehr in der Hand hatte? Nein, das weiß ich nicht. Aber sowas verlernt man doch nicht, oder? Ich habe mir geschworen, nie mehr zu malen. Ach, kommen Sie. Auch nicht mir zuliebe? Geben Sie es zu, Sie machen das doch nur als Therapie. Und wenn? Sie sagten doch, dass Sie glücklich waren. Damals, als Sie gemalt haben. Das ist lange her. Wie heißt es so schön? Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ist der Spruch von Ihnen? Nein, aber der könnte von Ihnen sein. Ach, ich bin gleich wieder da. Enten. Schwester Hannah? Also, wenn Sie gekommen sind, um sich wegen der Bibel zu beschweren... Vergessen Sie die Bibel. Das habe ich mit Ihrer Mutter Obrin längst ausgeschnapst. Wie? Nicht mit Schnaps, sondern mit Holundersekt. Nein, nein, ich habe ein ganz anderes Problem. Frau Künkel. Herr Wöller. Ja, die Frau will Kaltenthal und mir erst den Rücken kehren, wenn sie mit eigenen Augen mitbekommen hat, dass ich mich mit meiner Gattin ausgesöhnt habe. Ach, haben Sie sich ausgesöhnt? Ach, das stimmt doch alles gar nicht. Aber ich muss mit irgendeiner Gattin bei diesem Cocktailempfang von dem Lakritzenkönig erscheinen. Nein. Bitte, Schwester, bitte. Nein. Ja, die Frau Labern und ich haben wirklich alles versucht, für diesen Abend eine Gattin aufzutreiben. Aber ohne Erfolg. Nein. Es ist wie verhext. Sie sind meine letzte Rettung. Nein. Ich meine, die Frau Künkel kennt Sie doch gar nicht. Und ohne Ihre Haube würde sie nicht mal Ihre Mutter Oberin erkennen. Sie und ich. Mhm. Auf einer Cocktailparty. Mhm. Als Herr und Frau Wöller. Mhm. Es ist doch nicht Ihr Ernst. Doch. Ich flehe Sie an. Was soll denn das? Stehen Sie auf, Herr Wöller. Erst wenn Sie mich erhört haben. Ja, was soll denn das? Jetzt stehen Sie auf. Nein! Sie wollen, dass ich Ihnen helfe? Und Sie sagen mir nicht mal, was Sie mit der Mutter ausgeschnapst haben? Das hat sie mir doch ausdrücklich untersagt, sonst werde ich geteert und gefedert. Na gut, dann eben nicht. Okay, okay, abgemacht. Nein, aber erst nach dem Empfang. Ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Na, typisch, Frau. Der Empfang ist um 7. Es reicht, wenn wir um 8 Uhr erscheinen. In der Zwischenzeit haben Sie Gelegenheit, sich ein bisschen aufzuhübschen. Und ich hole Sie dann 7:45 ab. 7:45! Habe ich das jetzt zugesagt? Oh nein. Lakritzkönig, müssen wir uns das wirklich antun? Der Mann spendet jährlich über 1 Million für die Armen in der Diözese. Dafür trinke ich schon mal ein Gläschen mit ihm. Und Sie auch. Ich? Ja, zur Strafe. Weil, was Sie sich da wieder geleistet haben mit dieser Bibel und Herrn Wöller. Also... Woher wissen Sie das schon wieder? An wen sollen sich Ihre Mitschwestern denn wenden, wenn nicht an mich? Mit Ihnen kann man ja nicht reden. Wenn ich's dir doch sage, das glaub ich nicht. Sonst macht das alles doch keinen Sinn. Sexy. Oh, nein. Ich weiß, ich könnte mich ohrfeigen, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ich schau jetzt mal nach unserem Künstler. Sag mir Bescheid, wenn der Wöller auftaucht. Eigentlich fehlt noch eine Sonnenbrille. Was? Herein. Sie müssen aber auch mal eine Pause machen. Nein. Es ist gar nicht so einfach, einen fremden Stil zu kopieren. Wie sehen Sie denn aus? Ja, der Bürgermeister hat mich bequatscht, auf Ihren Empfang zu gehen. Lieber wär's mir, Sie würden mitkommen. Bitte nicht. Damit ist ein für alle Mal Schluss.
Ich will nicht mehr rumgereicht werden wie so ein Zirkusaffe. Ja, das verstehe ich ja. Trotzdem schade. Also, vielleicht sehen wir uns später. Lange bleibe ich da sowieso nicht. Viel Spaß. Ja. Also, ich bitte jetzt den Herrn, dass er Hannah das nicht übel nimmt. Aber es ist doch für einen guten Zweck. Seit wann ist der Wöller ein guter Zweck? Heiliger Strohsack! Keine Kommentare bitte, ja? Also, bringen wir es hinter uns. Bitte sehr, mein Schatz. Ja, ich wollte es nur mal geübt haben. Schließlich sind wir verheiratet, also bitte. Vorsicht und anschneiden. Frau Künkel, Sie wollen da doch hoffentlich jetzt nicht rein. Ist Herr Wöller schon da mit seiner Frau? Nein. Habe ich doch gesagt. Alles erlogen. Frau Künkel, bitte machen Sie keinen Skandal. Ein Skandal, Herr Meier, ist etwas ganz anderes. Mein Skandal ist, dass Herr Wöller mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen aus Düsseldorf hierher gelockt hat. Da kommt er. Also bitte, Frau Künkel. Wenden Sie sich an ihn. Das ist sie. Helena. So jung und so attraktiv, ja. Die Frau hinter mir, die bei Meier steht, das ist sie. Nicht hinschauen. Herr Wöller! Ja, wir müssen doch unser junges Glück demonstrieren. Lächeln. Deshalb war Herr Wöller ja so verzweifelt und durcheinander nach der Trennung. Ich meine, so eine Frau findet ein Mann nur einmal in. So jung und so. Ja, ja. War das nicht ein rührender Kuss? Frau Künkel, wollen Sie diese glückliche Beziehung wirklich auf Ihrem Gewissen haben? Nein. Kommen Sie, ich bringe Sie zu Ihrem Hotel, ja? Nein, nein. Das ist schon gut. Oh, Entschuldigung, da ist der Herr Wöller. Und wer ist die Dame in seiner Begleitung? Alle Achtung, ich wusste gar nicht, dass der Herr Bürgermeister einen so guten Geschmack hat. Komisch. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Dr. Reuter. Ja, so eine Freude, Sie hier zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich für moderne Kunst interessieren. Ja, ich auch nicht. Herr Wöller, ich stehe das nicht durch. Wieso? Sie sehen fantastisch aus. Ein Glas noch und dann gehen wir, bitte. Nein, 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 wir müssen warten, bis der Herr Meier Entwarnung gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Zunächst möchte ich den Künstler entschuldigen. Orion Barbarella II hat sich bei seiner letzten Installation verletzt. Künstlerpech sozusagen. Aber keine Sorge, er befindet sich bereits auf dem Wege der Besserung. Und das Werk, ein weiterer Höhepunkt seines Schaffens. Ein Rolls-Royce in Golden Sand, gefüllt mit Rosenblättern, eingegossen in Acrylharz. Wie ein Schneewittchensarg. Wie sinnig. Aber heute geht es um ein anderes Werk, nämlich um das Porträt unseres Mäzens und Gastgebers, Herrn Manfred Körner, das ich nun die Ehre habe, im Namen des Künstlers zu enthüllen. Oh! Ich glaub's nicht, alles aus Lakritze. Ich sag's ja, der reinste Wahnsinn. Herr Meier, was ist mit Frau Künkel? Entwarnung, Ihre Kussszene hat ihr den Rest gegeben. Dann können wir jetzt gehen. Aber jetzt will ich mich an Ihrer Stelle verkrümeln, oder haben Sie Bischof Rossbauer nicht gesehen? Was? Und Ihre Mutter Oberin? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich muss jetzt wissen, wer das ist. Ja. Bitte komm.
Herr Mayer, kommen Sie? Guten Flug, Cherie. Ja, Frau Dr. Dr. Reuter, auf einer Lakritzparty. Sind Sie eine Süße? Herr Wöller. Herr Wöller, wer war die charmante Dame in Ihrer Begleitung? Wieso? Entschuldigen Sie, aber die kam mir irgendwie bekannt vor. Gut möglich. Das ist Emmanuelle, die Pressesprecherin von unserer Schwesterstadt in Frankreich, Chartres. Ah, Emmanuelle aus Chartres. Ja, Chartres. Der Herr Mayer ist so nett und bringt Sie zum Flughafen. Weil ich kann ja hier nicht weg von diesem Affenzirkus. Sagen Sie mal, soll ich uns nicht 3 Gläser Champagner besorgen? Und wir stoßen mal mit was Anständigem auf unseren Deal an? Herr Wöller, wir wollen es mal nicht übertreiben. Unser Vorhaben muss ja erst noch klappen. Ja, sowieso. Eben. Also, Herr Orion, ich... Ottwald, bitte. Orion, Barbarella, ich nicht mehr. Und für Sie, Ossi. Wie? Ossi! Also, das heißt... Dass Ihre Maltherapie ein voller Erfolg war. Ach. Ich glaube zwar nicht an Ihren lieben Gott, aber der Mann, den Sie aus dieser Karosse hier gezogen haben, der war schon tot. Ins Leben zurückgeholt haben Sie den Oswald Bardusch, einen unbekannten Maler. Aber Orion Barbarella II hat noch ein letztes Kunstwerk hinterlassen. Als Zeichen seiner Dankbarkeit. Voila! Ja, und was soll das bitte sein? Ein Rosenkranz. Aus Tennisbällen. Ist ja irre. Kommt man denn auf sowas? Ist Blödsinn, ich weiß. Ach so. Aber die Galerie Beilheim wird Ihnen das letzte Werk von Orion Barbarella II sicher gerne abkaufen. Für 200.000 bis 300.000. Was, so viel? 300.000? Für diesen Hokuspokus? Ich verschwinde jetzt. Danke, Felicitas. Danke. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Irgendwo, irgendwann. Vielleicht auf einer Ihrer nächsten Ausstellungen. Zum Beispiel. Tschüss. Wiedersehen. Oh, oh ja, Vorsicht. Vorsicht, dann bringt man dieses Kunstwerk in die Remise. Aber nichts der Mutter verraten, sonst sind wir das auch noch los. Wer war das denn? Was soll das denn? Das sind Tennisbälle, sieht man doch. Aha. Aber Sie schulden mir noch was. Wie? Nach der Party, haben Sie gesagt, auf der ich wirklich Kopf und Kragen für Sie riskiert habe. Ach so, ja, keine Sorge. Ich habe Sie Ihrer Mutter Oberin als Pressereferentin unserer Partnerstadt Chartres verkauft. Ja. Emmanuelle. Sehr witzig. Ja. Also, raus mit der Sprache. Also, na gut, also zuerst mal die gute Nachricht. Der Freizeitpark Kaltental wird gebaut. Allerdings will Ihre Mutter Oberin, dass er hier auf ihrem Gelände gebaut wird. Was? Hm? Und damit sind Sie einverstanden? Ich dachte, Sie wollen Ihre Sumpfwiesen loswerden. Ja, sorry, es tut mir leid, aber ich meine, das war Ihre Mutter Oberin immerhin 3 Mio wert. Aus dem Erlös von der Bibel. Ja, aber keine Sorge, Sie und Ihre Kollegen, Sie können ja ruhig in Ihrem Kloster bleiben. Als Gespenster in der Geisterbahn oder was? Als Gespenster, ich meine, Sie wissen ja überhaupt nicht, was das ist, ein Freizeitpark. Herr Wöller, ja. Das Ganze ist ausgemachter Unsinn und ich werde alles tun, um das zu verhindern. So, werden Sie? Ja, werde ich.